Ja, moin Leute, oder guten Abend, je nachdem wann ihr zuschaut und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir eine neue Art von Zombies kennengelernt, die Schlechter. Die mit den Klingenarmen, die meinen, ihre Klingenarme auch durchs Gesicht ziehen zu wollen und haben den Zombie-Cloud an sich vernichtet. Ja, und wie immer werden ja Nebenquests bevorzugt. Hast du irgendwas Neues zu verkaufen? Nein, dann bin ich weg. Und ich habe auch die Nebenquest, die hier verfügbar ist, direkt mal im Fokus genommen. Wie immer gerade erstmal die Tasten wieder durchsuchen. Ich vergesse so schnell immer Steuerungen. Ihr seid übrigens alle taub. Ihr mit dem Matschböen. Sind das alles Inferno-Malmer? Nee, ich glaube, zwei davon sind brennende Geher. Ich glaube, mein Sprung war stärker. So, erstmal gelöscht. Oh, Strand-Adonis, du hast einen Namen. Die Arme, die brauchst du doch nicht, oder? Es war eine hypothetische Frage. Ich drück die ganze Zeit den falschen Knopf rein. Ach, das war der für den Rettungsschwimmer-Kasten da oben. Ach, wie nett. Schön, dass wir den direkt gefunden haben. Einen Moment, ich muss das anpassen. Hallo, Des. Ich gebe mir noch einen Energy Drink. You guys are all really into this mad scientist vibe. Yeah, fair. Look, long story short, I looted a grenade launcher, and I think I can make some pretty cool grenades with the stuff around here. I couldn't find a couple things on my shopping list yet, but I got enough to test the concept. A grenade launcher? Hell fucking yeah! You know, since you're here, you could join in on the field testing fun by herding zombies into the proving ground. But like I haven't got the mix right on some of the chemicals, so not gonna lie, it could be kind of dangerous. I'm already 1000% in. Don't try and stop me. I'm going right now. Das klingt doch lustig. What's that? Here we go! Boom! Oh, da liegt was. Sehe ich von hier gerade. Muss ich überhaupt was machen? Irgendwie sterben die von alleine. Das ist meine Granate. Na, kein Problem. Kaboom. Bis. Du stehst da ein bisschen doof. Ich kann da nicht hin. Ich habe hier noch meine dicke Bertha. Ich musste kaum was machen. More, more crazy explody shit. You said you need extra stuff to make more grenades? Oh, right. Well, I came here
looking for four things, really. I already got a hold of two of them, and you saw the results. Fuck yeah! We cannot stop there! One of the other two is... You're gonna think I'm nuts, but it's like zombie, parts. There's a weird zombie in the main dome, see? And some of them have, like, extra goop or organs in them, and those... Oh, no worries. I know all about weird zombie parts. Kinda an expert, actually. Oh, irgendwie. Oh my god, we have got to share notes later. Okay, I was also looking for some Mother of Satan. Hold up. What? Is that a cocktail? AKA TATP, triacetone triperoxide. Can you root through the Quartermaster's documents for where it's stored while I keep looking in the main dome? I'm already there. See you back at the dome. Natürlich. Ich sehe die Aufzeichnung sogar von hier. Ist die Aufzeichnung, die mir als allererstes aufgefallen ist. Oh, hier liegt Zeug für mich. Interesting. Autofrage zwischen Bericht Taxonomie an CDC-Notfallzentrale von Dr. Falmer. Bericht. Die Infektion scheint von einem virusähnlichen Mikroorganismus hervorgerufen zu werden. Obwohl sie aus der Virologie bekannt in Invasivmechanismen und Zellmanipulation aufweist, handelt es sich nicht um ein Virus. Zudem weist sie Formen der Selbstorganisation im Netzwerk auf, die aus der Mykologie bekannt sind, ist aber kein Pilz. Eine Hauptkomponente ihres Lebenszyklus scheint in der Verhaltensmodifikation des Wirts zu bestehen, der dadurch zum potenziellen Krankheitsüberträger wird. Aufgrund dieses einzigartigen taxonomischen Fußabdrucks nennen wir den autophagen Mikroorganismus ein Nanoid und die kollektive Infektion eines Wirts eine Nanoidenkolonie. Jeder Nanoid verfügt über eine tetraedrisches Kapsid mit einem Schwanz an jeder der vier Ecken. Jeder Schwanz verfügt über leicht unterschiedliche Eigenschaften. Jeder autophagen Nanoid weist auf, ich verstehe übrigens ab dem Punkt gar nichts mehr, zweimal Eiferschwanz ausschließlich zur Verknüpfung von Nanoid zu Nanoid, Beta-Schwanz spezialisiert auf Infektion menschlicher Zellen durch Nanoid und den Gamma-Schwanz spezialisiert auf Kontrolle menschlicher Zellen durch Nanoid. Der Alpha-Schwanz sorgt für Verknüpfungen untereinander und errichtet Netzwerkmembranen, die den Wirt durchdringen. Die Kolonie scheint Entscheidungen bezüglich der Nutzung der Wirtszellen zu betreffen. Einige werden konsumiert, um über Beta-Schwänze neue Nanoiden zu generieren. Andere werden vereinnahmt und über die Gamma-Schwänze kontrolliert. Dieser Prozess scheint keinerlei Endpunkt zu haben. Bei längerer Infektionsdauer wird der Wirt weiter modifiziert, wobei das Nervensystem vereinnahmt und Organe verändert werden. Dieser Prozess ist in der Wissenschaft völlig neu, weswegen wir keinerlei Grundlage für eine medizinische Behandlung haben. Für den Augenblick besteht unsere einzige Strategie in Eindämmung, Quarantäne und Sterilisation mit Hilfe chemischer Hitze- oder Strahleneinwirkung. UV-Strahlung außerhalb des Wirts führt zu rascher Auflösung der Nanoidenkolonie, zerstört die einzelnen Nanoiden jedoch nicht. Stand jetzt ist unklar, ob dies eine Virionengefahr darstellt. Wem raucht noch alles der Kopf? Der hebt bitte einmal die Hand. Danke. Ich sehe die Aufzeichnungen, aber ich muss den Strom ausstellen. Vektormechanismen. Ist das wieder so ein ellenlanger Text? Ja, ist es. Ja, Autophage zwischen Vektormechanismen. Die Autophage hat einen primären Vektor, die Kontamination des menschlichen Blutkreislaufs. Um dieses Ziel zu erreichen, modifiziert die Autophage das Verhalten und die Morphologie des Wirts mit Hilfe von zwei Subvektoren. A-Injektion per physischem Angriff, zum Beispiel Biss, Kratzen, Stich. Absorption über Kontakt mit epidermalen Verletzungen. Subvektor A, S, oder auch SVA genannt, kommt am häufigsten vor, wobei für den Erfolg wenig physiologische Modifikation erforderlich ist. Obwohl manche Wirtsvarianten sich auf Stufe 2 weiterentwickeln. Sie berichten
Phänotypenpathologie und sich morphologisch spezialisieren. Und Vektor B, die Autophage kann eine Flüssigkeit produzieren, die wir kaustische Galle genannt haben. Eine Mischung aus autophagischen und organischen Basen und die in schwarzen Säcken am Körper gespeichert wird. Alle SVB sind auf Stufe 2 im Bericht für Phänotypenpathologie. Diese schwarzen Säcke bestehen aus selbstorganisierten Masse des Nanoids und treten in größten Formen und sowie an Stellen auf, die keinem bislang erkannten Muster unterliegen. Die korrosiven Eigenschaften dieser Galle verbrennen die Haut und verursachen Verletzungen, über welche die Autophage in den Blutkreislauf des Opfers eindringen kann. Die SVB-Phänotypen sind selten. Bislang ist unklar, welche Mechanismen über diese Pathologie entscheiden. Die Autophage birgt keine Gefahr der Luftübertragung, mit Ausnahme des begrenzten Aerosolpotenzials über SVB. Derartige Aerosole setzen die Autophage im raschen Zerfall aus. Okay, ich verstehe mittlerweile eh nur noch Bahnhof, also passt ja alles. Ich bin nun mal kein Wissenschaftler. Wo kann ich den Strom abschalten? Ich mag nicht so wirklich geprotzt zu werden. So, dann bricht Nummer 3. Okay. Eine Seite eines Inventarausdrucks, auf dem die Lagerposition der Artikel per Hand ergänzt wurden. Artikel Lagerposition Test-PCR-Kits, Fetthydrolyse, Lipolyse, Lagerraum 2, Schrank links neben der Abzugshaube. Ich verstehe davon eh nichts. Ich glaube, es hat keinen Sinn, das vorzulesen. Wir wissen nur Lagerraum 3. Mehr müssen wir nicht wissen. Das sind eh alles Fremdwörter für mich. Ach, da drin finde ich die jetzt, ne? Ja, tue ich. Aber wir haben Freunde. Das ist ein elektrischer Schreier. Subject Juliet. Schnauzeiten. Oh, oh no, that thing ain't getting up from that. No, sir. Ich wollte mich gerade heilen. Jetzt wird an mir geknabbert. Weil ich weiß ja, dass ich Mister Köstlich bin. Ach, und das fängt dann von vorne an. Okay, machen wir es anders. Put together a few more surprises for them while you were gone. So let's get this shit done. Ach stimmt ja, du bist ja gegen Strom immun. Oh, there it is! The weird screaming one! It's the one I need because it's like electrified! Sick him! Ich muss den Schreier so oder so als erstes loswerden. Hä? Ich hatte doch noch Leben, warum war ich tot? Okay, Kopf abgeschossen. Jetzt muss ich mich nur noch um die anderen Herrschaften kümmern. Damn,
odds, huh? Come here. Let's compare data and see what we got. Money? Das elektrisierte Hirn, das brauche ich auch. Und dann kann ich sofort mit dir quasi. Ist hier zufällig noch eine Info, bevor ich mit der rede? Mal kurz gucken, vielleicht leuchtet hier was weiß. Nee. Des wolltest du dich nicht mit mir unterhalten? I thought Rav and Bozzy were blowing smoke up my ass, but I take it all back. You, my friend, live up to the hype. I'm all about hype, man. The Satan stuff you wanted is in storeroom 3. You cool to grab it? Absolutely. Oh, we should call in and let Hannah know. She can stop hyperventilating into a paper bag or whatever else it is she does for fun. Oh shit, yeah. I'll call her now. Hannah, it's me. I found Dez. She's fine. We blew up some zombies. Hi! Fuck! I thought the radio silence meant... Ooh. Fuck. I'm gonna rip a strip off her narrow ass when she gets back. Uh-oh. She's there? She heard that? Good. Fuck. Look. You've done right by me. By all us Bobcats. So, I'm gonna do right by you. I found a code for a lockbox or chest somewhere around the Lotusville Mall. No way, Hannah. You're parting ways with the Mystery Apocalypse goodie box? I thought you were planning a whole op around snacking it. Well, you earned it a couple times over. I think you'll be happy with what you find. I've hijacked a scope to push the info to your phone. Damn, neat. I think that's my cue to grab my loot and get back to the canals. Thanks again, though. It's been a fucking gas. Literally the best day ever. Stay cool, Bobcats. See you when I see you. Okay. Den überlegenen Elektronahkampfschocker. Das klingt super. Kann ich sogar direkt machen. Ist aber offenbar nur für Messer. Komme ich hier eigentlich irgendwo wieder hoch? Nö. Okay, wir haben noch eine andere Quest hier zu erledigen, nämlich Narrengold. So, wo sind denn die Spinde von denen? Okay, wir haben den Safe gefunden. Das Teil gefunden. Den richtigen. Dante, wir stecken tief in der Scheiße. Der Safe ist wieder aufgetaucht. Also, der Safe, den wir außerhalb des Hauptquartiers vergraben hatten. Mit dieser saucoolen Waffe, die wir diesen korrupten Kopf rausgeleitet haben. Der sich den ganzen Papierkram sparen wollte, weil sie voller Blut und Schmodder war. Der Safe. Wir müssen den rausholen und woanders unterbringen. Und zwar gestern, bevor die Schutzanzüge von der Armee und der Regierung ihn finden. Wir haben nur den halben Code. 19XXXX94. Habt ihr über die Schulter geschaut? Echt lausiger Datenschutz, Dante. Also müssen wir uns mit diesen beiden Hohlköpfen von der Ecke treffen und ihre Teile von der Kommunikation beschaffen. Ich treffe mich mit Jay und hole mir ein Eis beim Riesenrad. Du nimmst dir das weg für Fanny, dass ich Y+F abgenommen habe. Und triffst dich mit B auf einem Frozen-Joghurt in dem Durchgang bei den Läden. Sei um 9 da und sei unauffällig und alles. Okay. Wir wissen... Riesenrad. Ich denk mal hier. Da sehe ich auch Ice Cream. Komm oben! Nein. Trotzdem danke. Wir suchen ein Wegwerf-Handy.
Jay von der Ecke. Wo bist du? Neues Teil war da. Hier ist er, du Knalltüte. Wieso hast du meine Nummer nicht? Ja? Randy, ich habe es dir erklärt. Glaub, du hast die falsche Nummer, Randall. Oh, scheiße, Randy, was geht? Du solltest mich am Pier treffen, wegen dem Code für den Safe. Ach ja? Ja, also wo bist du? Scheiß drauf, Riesenmauer, Militär und Boote. Weiß nicht, was da los ist, aber ich weiß, wann ich verschwinden muss. Und das ist jetzt. Wir stecken tief in der Scheiße. Wenn die falschen Leute finden, was wir abgegriffen haben. Scheiß drauf. Mann, wenn wen interessiert's, ist nicht mal unsere Mordwaffe, lol. Sollen sie doch finden. Ich kenne meine Rechte. Können mich nicht waffen, wenn ich aus der im Staat raus bin. Ist tabu. Du bist für ein verdammtes Arschgesicht. Gib mir einfach die verfickten Zahlen, die du am Safe eingegeben hast, damit wir alle hier weg können. Null, null, bleib cool. Okay. Da war das Wegwerf-Handy. More safe code. So tritt man jemanden richtig ins Gesicht. Irgendwie bringen die sich gerade alleine um. Ich habe da teilweise gar keinen Einfluss. So, ich konnte Dantes Nachricht nicht mehr lesen irgendwie, weil die war gerade irgendwie komplett verbuggt. Warte mal. Wer von beiden war jetzt wer in der Nachricht? In einem Durchgang bei den Läden. Da ist Dantes Treffpunkt. The note in the locker said something about this place. Geh mal weg, ich suche hier was. Fehler im Plan. Warum gehst du nicht ans Telefon? Hab mich mit B getroffen. Jetzt warte ich auf dich. Bist du das, Dante? Ich antworte dir buchstäblich in diesem Moment. Ich meine dein echtes Telefon, Randall. Randy, ja, scheiß drauf. Was hat B gesagt? B sagt nie irgendwas. Also haben wir geraucht, bis er paranoid geworden ist. Hat die dritte Zahl... war 37 geschehen und ist losgerannt, um das nächste Boot hier rauszuerwischen. Oh ja, ich sehe ihn. Was soll das heißen, du siehst ihn? Ich stehe in der Schlange, um hier zu verschwinden. Ach ja, ich wollte dich bitten, in den Safe zu öffnen. Du bist un-fucking-fassbar. Das heißt, ich soll deine Scheiße in Ordnung bringen? Unsere Scheiße, Dante. Unsere Scheiße. Und noch was, warum kriegt ihr Typen Anfangsbuchstaben, aber meinen Codenamen ist mein echter Name? Ich nenne dich doch die ganze Zeit die. Das funktioniert nicht als Codename, wenn jemand unsere Notizen findet, den wir kennen. Warum überhaupt Notizen, Randy? Du hast wortwörtlich eine Papierspur hinterlassen. Weil man Papier zerstören kann, du Genie. Du hast es zerstört, oder? Am wichtigsten ist doch, dass wir den Code haben. Du klebstoffschnüffelnder Volltrottel, du hast es nicht zerstört. Komm jetzt nicht so. Du hast immer noch dein Wegwerfhandy. Weißt du überhaupt, wofür man ein Wegwerfhandy hat? Ja, aber es war ein schönes Handy. Ich habe gegen mein altes Dreckshandy getauscht und das am Treffpunkt liegen lassen. Weswegen ich auch nicht drangegangen bin. Ups. Gib mir einfach den Rest von dem Safe-Code, damit ich hier weg kann. Moment, Jay hat ihm per SMS an meine alte Nummer geschickt. Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Ich hasse dich so sehr. Okay. Ich weiß nicht, was du von mir wolltest. Passt schon, ne?
Ah, ich bin unbewusst drüber gelatscht. Irgendwo hier. Mann, ich habe hier aber auch keine Ruhe. Baywatch ist längst vorbei. Geh mal vorbei, ich hab da ein größeres Problem. Diese Schlachter, die sind so nervig. Mann, lass mich doch mal. Ich muss hier was suchen. War das jetzt mal endlich der letzte? Ach, da. Legendär steht da. Das Ding sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, mein Waffen-Know-how hat meinen Waffenschaden erhöht. Finde eine legendäre Waffe. Nein. Hier sind wir dann eigentlich jetzt soweit fertig. Feste Vorteile, wenn du in schneller Abfolge kritische Treffer landest, wird zusätzlicher kritischer Schaden und Blutungsschaden verursacht. Dieser Effekt kann mehrfach gestapelt werden. Infektion, wenn du einen Zombie tötest, wird diesem zusätzlicher Blutungsschaden zugefügt. Und Zombies in der Nähe fangen ebenfalls an zu bluten. Und er hat einen überlegenen Nahkampfperforator. Das hier tausche ich gerne aus. Gegen Schaden. Das baue ich aber der Waffe nicht. Na komm. Die Waffe sieht auf jeden Fall krass aus. So, beim Pier haben wir gerade alle Questen abgeschlossen, die wir gerade haben können. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir hier eine Nebenquest haben. Ich kann mal bei Beverly Hills vorbeischauen und gucken, ob die Frau mal mittlerweile wieder was will von mir. Ich gehe nur nachschauen. So, warte mal. Ich will das Messer in der Hand mal halten. Boah, sieht das cool aus. Das ist auch noch so ein Stichmesser. Soll ich das mal an einen von euch ausprobieren? Ist die Waffe geil. Ja, ist eine gute Stichwaffe. Kann man auf jeden Fall gut auf einen genauen Punkt zielen. Ist gut, wenn ich bei den Apex-Versionen ein paar Sachen haben will. Und das Ding ist auch noch richtig schnell. So, hat sie zufällig eine Nebenquest für mich? Also will sie wieder Sachen haben?
Wovon redest du? Oh, die Waffe sollte ich auf jeden Fall kaufen. Das ist auf jeden Fall eine bessere Schrotflinte als meine jetzige. Die kann ich später nehmen. Sobald ich ein Level-Up habe. Welches Level habe ich momentan? Level 26. Beim nächsten Level kann ich diese Schrotflinte nutzen. Hat sich zumindest gelohnt, so der einmal hinzurennen. Eine bessere Schrotflinte. Ich habe eine mit einer guten Feuerrate gesucht. Diese 180er Feuerrate, die brauche ich auf jeden Fall. Das sind die richtig guten Schrotflinten. Und die wird ja jetzt definitiv mehr Schaden haben als meine jetzige. Einen Moment, ich kann es ja überprüfen. Das ist die neue jetzt. Das ist die alte. Es ist 400 Schaden mehr und das ohne den Schadensboost. Eine weitere vermisste Person. So. Die Schrotflinte packe ich mal ein, solange ich sie nicht nutzen kann. Und rein da. Lola, be reasonable. Hey Doc, I got it. Hey. Weird lady. Hey, let me see. Oh, at last. Don't be rude, Reuben. You should rest. No, I want to talk to your friend. Sit down. Reuben and I were just reminiscing. Oh yeah? Conrad and I did some research. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Reuben. We promised that we wouldn't interfere. Uh-huh. You've already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Doc, where the fuck? Oh. Wait. Who the fuck? Hey, not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't worry, Mr. Montana. Jimmy Montana? Yeah, you probably see me on TV. Fabulous, Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben, the tighter the leash, the harder they pull. Get out. I'll see you down the line. Later, Jimmy. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge. Listen. Yeah, fucking whatever. Teacher, all right? Things were getting freaky with me. Oh, please. We need. No, I need her back safe. All right? Now look. It's gonna take time to analyze your blood to get answers, all right? Now, Tisha doesn't have time, all right? Hey, it's okay. Okay. I'll find her. Thanks. Herr Doktor, ich bin doch nur ein Clown. Was ist das für eine Herausforderung? Ich habe übrigens nach wie vor das Gefühl, dass Jimmy mich nicht mag. So, jetzt kann ich den Liquidierer draufpacken. Den guten. Du hast mal was, das aufgewertet eigentlich will, aber ich gerade nicht kann. Köderbombe. Das klingt auf jeden Fall gut. Das Ding ist, ich habe gerade kaum Geld.
Weil ich habe das Geld ja für die eine Knarre ausgegeben. Ich könnte die Heugabe verkaufen. Die Köderbombe möchte ich nämlich auf jeden Fall haben. Bei dem Zeug kann man sowieso nie genug haben. Wurfgeschosse öffnen. Dann nehme ich mal das anstatt der Granate. Obwohl, ist eigentlich eine bessere Haftbombe, glaube ich, oder? Nee. Lassen wir es mal so. Köderbombe klingt richtig nice. Ich wüsste jetzt gern, hat die Hauptmission für den anderen Bereich genannt. Try around there. Bean cup. Thanks. Tell him to bring some back. I'm getting the shakes. Einmal kurz gucken. Der Pier. Ja, das hat als Story Quest für dort gezählt. Diese Vermisstenmeldungen zählen als Suchmeldungsquest, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. In der Lotus-Villen-Mall. Dort bin ich gerade, ne? Irgendwo hier ist eine Goodie-Box, die ich damit öffnen kann. Und hier ist noch eine Quest. A shopping spree? Right now? Okay, Pablo. You do you. Ich kann ja erstmal gucken, ob die Goodie-Box hier irgendwo drin ist. Nee, das muss irgendwo random hier in dem Teil sein. Wo sind die beiden Suchquesten? Das eine ist am Venice Beach. Bei Beverly Hills und Tulpen Hotel sind jetzt Questen verfügbar. Ich kann mir vorstellen, was bei Beverly Hills jetzt ist. Kann es denn, dass beide Typen am Benito Beach verloren gegangen sind? Ihr wisst ja, ich bevorzuge Nebenquesten. Weil mit der Hauptstory sind wir eh schon so weit. Ich gucke jetzt erstmal hier. Eventuell ist bei ihr auch mit Story-Fortschritt, dass die dann neue Questen für mich hat. Die Frau, die ständig Zeug haben will, wenn sie die Implantate haben will, kann ich sie dir auf jeden Fall geben. Über das Funkgerät hier. Ach, wahrscheinlich hätte generell irgendein Funkgerät gezählt. Do you read me? It's Sarah. If you're in the area, I need some help at Monarch Studios. Meet me at my trailer by stage 4. Stage 4. Roger that, Captain. Nebenquesten werden bevorzugt, Leute. Natürlich versuche ich auch mit der Hauptstory voranzukommen, ne? Da, jetzt will sie auch wieder was. Hier. Ich wusste es doch. Gut, dass ich nochmal auf die Karte geguckt habe. Ich will das Ding auch mal werfen. Ich habe auf ihn gezielt und die dahinter getroffen. Das fliegt in sehr hohem Bogen. Was muss ich mir merken? Die Blutwut, die fliegt in dem sehr hohen Bogen. Die Köderbombe möchte ich gleich auch einmal testen. Aber erstmal geben wir ab, was auch immer die haben will. Was möchtest du diesmal haben? Du willst Klingenarme haben.
Wie viele willst du? Drei von meinen Klingenarmen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Quest wieder mal erfüllt, ne? Ist halt eine 10 Sekunden Quest. Wenn ich die richtigen Materialien habe. Das Problem ist, diese Klingenarme habe ich sowieso schon wenig. Komm, ich will es sehen. Ja, praktisch. So, du möchtest bestimmt reden. Keeping busy? Hi there. Here I am, ready to serve. Glad you could make it. Sorry to drag you back here, but I need to call upon your zombie fighting expertise again. Yeah, I get that a lot. What you need killing? I need to retrieve some contracts. From an office in Soundstage 7. But, I know my limits. Could you clear out those God Spider sets for me? Specifically the Ruin set. And there's a real piece of work hiding in the City Street stage. Once he's gone, I can get what I need myself. You're just picking up some papers? I can grab them for you. Thanks, but clearing out the extras is enough. Don't take it personally. I tell you, but it's not my secret to share, you know? Okay. Frage ich mal nicht weiter nach. Wahrscheinlich kriege ich von ihr dann auch den Requisitenschlüssel. Treffer! Wo waren die Schalter dafür? Yes, get some fireworks up in here. Funktioniert doch. Ich bin noch weggesprungen. Ich habe ihn viel zu spät mitbekommen. In den Hintern. Was ist los? Ich weiß, ich habe einen schönen Fuß. Hier sehe ich was. Das Erwachen der Gottspinne. Unterirdischer Tempinacht. Der riesige zentrale Raum wurde aus dem uralten Felsgestein gehauen. Die hohe Decke wird von gigantischen Pfeilern gestützt, die um eine große, in tiefe, schwarze, abfallende Ruhe platzierten Fackeln werfen und tanzende Schatten an die Wände. Insektiere haben sich rund um die Grube versammelt. Sie taumeln in einem mächtigen Rhythmus und lassen dazu einen monotonen Gesang erschallen. Kim steht mit dem Rücken zu einem der Felspfeiler. Ihre Arme sind über den Kopf an den Pfeiler gefesselt. Kim gegenüber steht die Hohepriesterin. In ihrer linken Hand hält sie den Stolz in den Speer von zum Kax. Sie kosten ihren Triumph aus. Hohepriesterin, wenn man will, dass etwas richtig erledigt wird. Sie neigt sich Kim etwas näher zu. Da muss man eine Frau schicken. Anzüglich öffneten sie Kims Jacke bis zur Hälfte, lässt ihre Hand hineingleiten und betatscht Kims Körper, während sie nach der Innentasche sucht. Oh, sehr erotisch. Kim wirft ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. Die Hohepriesterin lächelt nur und zieht dann die Hand zurück, in der sie das Ei hält. Grün leuchtend liegt es in ihrer Handfläche. Sie drückt es sanft und beobachtet fasziniert, wie die leuchtende Flüssigkeit im Inneren funkelt.
Dann wendet sie sich dem Sockel vor ihr zu, auf dem ein schwarzer, eherner Kelch steht. Kim starrt den Kelch in Zweifel an. Das willst du nicht wirklich! Die hohe Priesterin ignoriert sie und platziert die Kugel im Kelch. Sie nimmt sich etwas Puder von einem kleinen Teller und stäubt ihn in den Kelch. Die Kugel beginnt zu qualmen. Die Membran reißt und die leuchtende glühende Flüssigkeit strömt heraus. Aus dem Kelch steigt Rauch auf. Die hohe Priesterin nimmt den Kelch in die rechte Hand und hebt ihn hoch. Der Trommelrhythmus schwillt zu einem ohrenbetäubenden Crescendo an. Aus dem Schacht schießt ein grüner Blitz, der in den Kelch einschlägt und das glückliche Gesicht der Hohepriesterin erhält. Die Sektiere weichen angstvoll zurück, als aus der Grube plötzlich haarige Beine empordrängen und eine gigantische Spinne daraus hervorkrabbelt. Die Hohepriesterin stößt einen Triumphschrei aus. Ich bin es, die dich beschworen hat. Ich, Xasalu, will mein Schicksal erfüllen. Die Riesenspinne richtet sich auf, ihre Vorderbeine berühren die Decke. Sie fixiert die Hohepriesterin mit boshaften Augen. Die hatten sich vor ihr aufgerichtet, den Speer in der einen, den Kelch in der anderen Hand, ihre Segnung erwartend. Die Spinne stößt ein strahlgrünes Gift aus, das die Hohepriesterin komplett überzieht. Die Hohepriesterin kreischt in Todesqualen, während das Fleisch von ihrem Knochen schmilzt. Schließlich löst sie sich in eine rauchende Pfütze grünen Schleims auf. Kim verfolgt das Schauspiel voller Entsetzen. Speer und Kelch fallen zu Boden. Der Kelch rollt vor Kims Füße. Neben ihm sind immer noch Reste der ätzenden grünen Flüssigkeit. Ein paar Tropfen laufen heraus und fressen sich zischend in das Gestein. Die Spinne beginnt nun, ihr Gift in Richtung der Sektierer zu verspritzen. Die Schreien versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Kim streckt das Bein aus. Sie kann ihren Fuß unter den Kelch schieben. Diesen mit einer gezielten Bewegung nach oben werfen und schließlich mit Fingerspitzen fangen. Der Becher schwankt. Sie kann ihn kaum halten. Die Säure schwappt umher und droht, sich auf ihr nach oben gerichtetes, angespanntes Gesicht zu ergießen. Schließlich bekommt sie ihn richtig zu fassen und träufelt ein paar Tropfen der Flüssigkeit auf ihre Fesseln. Sie rauchen und schmelzen, und Kim kann sich befreien. Mit einem Salto in letzter Sekunde vor einem Giftstrahl retten, der hinter ihr an dem Pfeiler klatscht. In Zeitlupe wirbelt Kim durch die Luft, während Giftspritzer knapp an ihr vorbeischießen und sie sich schließlich mit einem Rückwärtssalto hinter einem großen Felsen in Sicherheit bringt. Sie presst den Rücken an dem Felsen und späht vorsichtig um die Ecke. Die Spinne schießt nur mit klebrigen Fangnetzen auf die fliehenden Sektierer, hüllt sie ein und zerrt sie dann in Richtung ihres aufgeblähten Hinterleibes. Kim duckt sich wieder. Wir sehen nun, dass sich hinter dem Felsen auch ein Sektierer versteckt, der ebenfalls kurz hinausspäht und sich dann wieder zurückzieht. Schließlich bemerken sie einander. Der Sektierer grinst nervös. Und Schnitt! Der Sektierer taumelt hinter dem Felsen hervor, wohin ihn ein gezielter Fußtritt von Kim befördert hat. Er wird von einem Fangnetz erwischt, eingesponnen und dann wie die anderen zum Hinterleib der Spinne gezerrt. Wo schon endlich hier andere Kokons kleben. Sie alle sind bedeckt von tellergroßen Spinnen. Immer mehr davon dringen ihn auf die Kokons ein und versenken ihre Beißwerkzeuge in ihn. Kim schießt hinter dem Felsen hervor und sprintet auf die riesige Spinne zu. Sie schnappt sich den Speer, pflanzt ein Ende auf dem Sockel auf, um ihren Schritt zu verlangsamen und katapultiert sich wie eine Hochspringerin in Richtung des Mundes der Spinne. Speer voran. Das Untier reagiert erschreckend schnell und schleudert ihr ein Fangnetz entgegen. Kim weicht aus, doch das Ding wickelt sich um ihre Beine. Gerade als sich der Faden entspannt, um sie nach oben zu zerren, kann sie ihn mit dem Speer durchtrennen und stürzt in die Grube. Das Netz um ihre Beine verfängt sich in einem Felsvorsprung und sie hüpft auf und ab. Der Speer fliegt ihr aus der Hand. Kim. Nein! Kim kann den Speer in letzter Sekunde greifen. Über ihr beginnt die Spinne an der Wand der Grube auf sie zuzukriechen. Mal wieder Urlaub machen. Kim durchtrennt mit dem Speer das Netz um ihre Beine. Das wird total entspannt. Wir haben mal in Filmskript hier mal gehabt. Auch interessant. Oh, I've seen this movie. Hat prima funktioniert. Hier ist irgendwo noch so ein Typ.
Blut, zuletzt nach mehr Blut. Oh. So viele schon mit Blutungsschaden erwischt? Wo ist der Käfer-Heini? So, wo ist das Stadtset? Was für ein Hotspot ist das hier? Ein Schlachter-Hotspot. Och nee. Bleib mir weg mit denen. Da ist ein Sicherungskasten. Explodiert das erst, wenn da einer dran knabbert? Okay, das hätte auf einen Stromkasten geschossen. Der wurde angelockt. Oh, ein Bo-Stab. Ansonsten ist hier nichts, ne? Detective Carla on the case. Wir haben eine halbgefressene Leiche gefunden. Dabei kann ich auch direkt mal gucken. Dafür müsste ich einmal komplett außen rum. Das Ding ist, was die Blutung angeht, richtig heftig. Nur mal gucken, ob ich da jetzt mittlerweile drankomme. Ach nö, da ist ein Feuersturm-Penner. Halt die Klappe. Ich will nur gucken, ob ich in die Geldkassette jetzt rankomme. Wenn ich schon hier bin. Ja, kam ich. Die Geldkassette konnte ich öffnen. Dafür habe ich nachgeguckt. Dann brauche ich hier nämlich auch nie wieder nochmal hinkommen, wenn ich hier alles habe. Spannend ist unhöflich. Anschleichen genauso. Das Ding ist einfach krass. Es verbraucht sich aber auch irre schnell. Regeneffekt. Ach so.
Wir suchen hier was. Eventuell oben. Eine ausgeweidete Leiche. Schon hier auf der anderen Seite. Ich vergesse immer, dass ich eine Taschenlampe habe. Hier ist wahrscheinlich so ein Schlachter. Get out here, Cabron. I'm only gonna hurt you a lot. No? Then I need some bodies. Hey, how's it going? Hatte gerade wieder ein Standbild plus Soundtrack. Yeah, a tasty trap for a nasty zombie. Creative. You want to stack the deck in your favor? Don't be shy about using the special effects. Those zombies won't know what hit them. Hallo. Oh. Hey, ihr, wollt ihr mal mitkommen? Ich brauche hier halt ein paar Tote. Mia. Denken krabbelt er angeblich. Warum kriegt er jetzt Verstärkung? Oh, Infektion? Wodurch? Tschüss. Weil wie oft soll ich ihn noch auf den Armen kloppen? Boah, Mai ist halt anders. So, tot. Another zombie bites the dust. Another one bites the dust. Der hat mir die Steilvorlage gegeben, die Frau. So, weg damit. Ich muss mich ja nicht zu Tode brutzeln. Wenigstens einen Klingen haben. So, jetzt einfach nur den ganzen Weg wieder zurücklatschen, ne?
Da hinten ist ein Schlachter. Oder ein Läufer. Oh. Einer von dem Spacefox-Ding. Ah. Danke. Genau den Schlüssel habe ich gesucht. Danke. War da was? Gönne ich mir erst die Requisitenkiste. Wie viel Platz habe ich noch? Ja, ich kann sie mir ruhig gönnen. Ja, endlich eine geile Pistole. Diese Waffe ist so schön. Aber was geht denn da hinten für eine Party ab? Ich werf mal direkt eine Haftbombe hinterher. Aber endlich eine gute Pistole. Clear, Captain. You did my crew a solid today. And me. I've been doing all right fighting these monsters one-on-one, but the new tricks they're pulling out? Well, we may be overstaying our welcome here. There's other survivors you could hole up with. Emma Jaunt and Belair. Ricky Rex ain't far. You got your pick of famous weirdos. Ha! Sorry, but I've got other places in mind. Unfinished business to take care of. Thanks. I can take the rest from here. Ich habe einen Jade-Drachen gerade bekommen. Okay. Muss ich mir auch sofort jetzt angucken im Inventar. Jade-Drache. 778. Ist zumindest schneller als mein jetziges Schwert. Euch geht's gut. Das ist schön. Evelyn Hills will die wahrscheinlich noch nichts von mir. Ich könnte gucken bei Venice Beach. Wo finden denn diese Suchquesten gerade statt? Venice Beach. Beides ist bei Venice Beach. Das heißt, wir reisen zu Venice Beach, weil wir da zwei Questen haben. So, einmal kurz noch die Karte einmal überprüfen. Da haben wir eine neue Nebenquest. Dass da eine Nebenquest ist, weiß ich, aber ich habe keinen blassen Dunst, wie man da reinkommt. Angeblich ist da ja ein Sicherungskasten, aber den finde ich ja die ganze Zeit nicht. Wahrscheinlich kann ich die und die Geldkassette mittlerweile öffnen. Ja, hier beim Venice Beach haben wir beim nächsten Mal ein bisschen was zu tun. Ich sag beim nächsten Mal, weil hier mache ich jetzt definitiv für heute Schluss. Stream ging jetzt lang genug. Ich habe nicht mehr wirklich vor zu überziehen. Das würde ich mit der nächsten Quest nämlich machen. Ja, Leute. War noch ein interessanter Stream. Haben viele Questen abgeschlossen. Hauptquesten jetzt nicht so wirklich. Aber wir haben einiges an Questen gemacht. Wir müssen beim nächsten Mal vermisste Personen mal wiederfinden, den Nebenquest abschließen. Vielleicht finde ich dann mal raus, wie ich in den Rettungsturm komme. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr von YouTube, Abo und Like lassen, Twitch, Follow. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube als erstes an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.